Hallo und herzliches Willkommen, mein Name ist Lukas Max für ein neues Video auf meinem Kanal. Heute geht es nach langer Zeit mal wieder um mein neues Rockstar Games Projekt, welches eventuell demnächst angekündigt wird. Ich würde sagen, wenn ihr nicht so um das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich würde sagen, here we go. Mit dem Video. So, wie man hier schon wieder sehen kann, wir sind heute wieder in der Perspektive. Bedeutet, wir gehen natürlich als allererstes auf Twitter. Ich blende euch das einfach wieder hier schön ein. Auf ganz angenehmer Basis. Und wie man hier schon sehen kann, ich hatte Usman geschrieben. Keine Ahnung, wer es ist. Der hat auf jeden Fall einen Haken. Ich kenne den Bre nicht. Er hat auf jeden Fall selber dazu nur ein Video gemacht. Ich verlinke euch das einfach in der Videobeschreibung. Ich habe einfach nur seinen Tweet gesehen und ich dachte, darüber kann man ja mal ein Video machen. Auf ganz entspannter Basis. Jedenfalls schreibt er: Breaking GTA Insider Clients, Rockstar Games is ready to wheel the new project. Soon. Mit einem Alarm. Sehr, sehr interessant. Die Frage ist natürlich jetzt allerdings, welches neue Projekt? Also ich denke mal, GTA 6, nein. GTA 5, ja. Nein, ich hoffe nicht, dass GTA 5 irgendwie jetzt für die Nintendo Switch oder so rauskommt. Das wäre ein bisschen weird von Rockstar Games, der Move. Ich denke eher, dass die irgendein neues Remastered ankündigen wollen, wie zum Beispiel GTA 4, Red Dead Redemption 1, keine Ahnung. Bruder, GTA 1 auf ganz entspannt. Nein, ich denke irgendwie so ein Remastered könnten sie ankündigen. Vielleicht sogar ein Bully Remastered, denke ich ja weniger. Aber sie könnten es, denke ich, ankündigen. GTA 6 wäre irgendwie so ganz, ganz weird, wenn die das jetzt nebenbei ankündigen. Die haben ja hier irgendwie noch mit der Remastered-Version von der Trilogie zu tun, dass das erstmal auf Mobile kommt. Das haben sie auch auf 2023 verschoben. Deswegen bin ich mir relativ unsicher. Und ja, das war eigentlich der Hauptsinn des Videos, dieser Tweet, dass eventuell bald ein neues Projekt von Rockstar Games angekündigt wird. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das für ein Spiel sein wird. Vielleicht wird es auch ein komplett neues Spiel, was man noch gar nicht von Rockstar Games kannte. Vielleicht irgendein Mittelalter-Game oder so. Bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Abonniert jetzt gerne diesen Kanal, wenn ihr nichts mehr und um das komplette GTA-Universum mehr verpassen wollt. Like gerne das Video, teilt gerne das Video und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Euer Luca und ciao, ciao.